Hallihallo, Löschen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Minecraft Live in the Woods mit dem Darky Priest irgendwo zu Hause, beziehungsweise in seinem Wäldchen. Hallihallo, Hallilan. Und der Pedobär, ich denke immer noch in der Hölle oder wieder zu Hause, je nachdem. Ja, ich bin immer noch in der Hölle. Nee, dass du einen Pakt mit dem Teufel eingehst. Nee, da wird ich arbeiten. Achso. Oh, jetzt hast du den Eigentor geschossen, Alter. Ja, macht nix. Gut, ich habe gerade was mitgekriegt, Leute. Ne? Euch habe ich ja schon heimlich gesagt. Aber wenn ich mich hier ganz langsam nach links drehe, sehe ich da ein hübsches Bäumchen, was wir noch nicht haben, soweit ich weiß. Wie heißt es denn? Regenbogen müsste das sein. Ach, immer noch Regenbogen. Okay, alles klar. Regenbogen gesagt, Mungo. So, und hier ist Tropenholz, davon bringe ich auch noch mal was mit, weil davon haben wir nämlich keine Setzlinge. Der eine hat ja nie geklappt, leider. Alles klar. Es ist, kann ich gerade nicht sehen, wenn ich auf dem Esel sitze. Ach so, ich habe ja das Overlay nie an. Regenbogen-Eukalyptus-Stamm. Na, das wird jetzt lustig. Ich habe keine Erde mit Esel, was machen wir da? Hat Stamm gesagt. Mach erstmal hier eine ganz gute Ablenkung vom Thema. Ich würde sagen, muss ich jetzt gezwungenermaßen, muss ich eigentlich nie den Stamm mitnehmen, aber naja, ich mach's einfach. Halt die Klappe! Schon wieder! Alles klar! Ach komm. So schlecht war der jetzt gar nicht. Na. Ich verleg gleich meine Pipe zu dir, du, sag ich dir. Alles klar. Aber hoffentlich nicht von hinten rein. Was? Oh, Alter, jetzt ist vorbei. Jetzt ist schlimm. Drei Tropenbaumsetzlinge. Ui. Drei Drogen. Hört Drogen. Open, nicht Drogen. Alles klar. Alles klar, hast du verstanden, ja? Alles klar. Hier. Dirt. Hier. Ich hab keine Fackel. Ich bring mal Kakaobönchen mit, ne? Kakao. Können wir ja vielleicht auch irgendwann mal gebrauchen. Bin mir zwar gar nicht so sicher, aber. So, den Eukalyptus. Das war jetzt eigentlich nicht so abgemacht. Ich wollte eigentlich Grünzeugs. Boah, holen. Ruckelt das, sobald du mit der Fackel läufst, das ist ja nicht mehr erträglich, hä? Bei dir also auch, ja? Mhm. Ich bin jetzt nicht der Einzige. Ich dachte gerade, Ulu Starving. Nee, dachte ich nicht, aber egal. Nicht? Warum nicht? Mann, das arme Starving. Weil ich gerade meine Karotte in der Hand, jetzt lass mir hier meinen Apfel beißen. Was, du hast deine Karotte in der Hand? Du sollst nie solche Sachen bei Aufnahme machen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Hä? Du hast gesagt, ich darf es nicht machen, wenn ich die Kamera anhab. Ach so. Alles klar, Mann. Okay, jetzt ist vorbei. Was denn hier los? Jetzt ist aus, ne? Ich glaube auch. Ja. So, jetzt ist Niveau jetzt doch mal... ganz unten. Was? Welches Niveau? Was ist denn jetzt mit Creme? Welches Niveau, Mann? Ach nee, ihr seid mir schon zwei. Ja, oh. Wir haben dich auch lieb. Echt? Boah, aber das sagt auch nur. Das sagt ihr auch nur so. Ich weiß das doch. Ja. Fishing for Compliments hat bei mir noch nie funktioniert. Das ist... Konnte ich mir fast denken. Also von denen kriege ich mega viele Setzlinge. Und ich habe auch schon eine Idee, was wir mit dem machen. Alles klar. Also, weiß ich nicht, wer es bauen will, aber wir machen das so. Ich weiß nicht, wer es bauen will, aber Darky, das läuft. Na, kannst du dich noch... wir brauchen ja irgendwo... Oh, Wasser. Nein, hör auf zu fluten. Affe. Wir brauchen ja irgendwo ein Räumchen für unseren Zaubertisch, ne? Hi. Und wir hatten doch mal was mit der Himmelseiche vor, ne? Mhm. Über Pedobär. Mhm. Und das lässt sich mit dem Baum bestimmt auch hübsch machen. Und ich finde, der ist passend für so einen Scheiß. Wenn man da so ein kleines Baumhäuschen reinballert. Ich denke, das kommt ganz cool. Also das ist ja, sind ja eher kleinere Stämme. Da kannst du halt direkt auch... Kannst du mir heute geht nicht? Alter! Ja, alles klar, komm, steck dein Alter. Ihr seid heute irgendwie albern, kann das ja sein? Ja. Mal. Versteh gar nicht warum. Ich weiß auch nicht. Alter, was ist denn los? Das frage ich mich ja auch.
Was ist denn was, da? Was sagten ihr gestern zum Fußballspiel? Gestern zum Fußballspiel? Ja gut, das Problem ist, dass es ja nicht gestern war, sondern eigentlich vor 4-5 Tagen. Also eigentlich ist heute, ich glaube sogar heute ist Sonntag. Also ich weiß nicht genau, aber ich glaube heute ist Sonntag und heute spielen wir ja. Also von dem her, das letzte Fußballspiel. Das, ja, 17 Chancen kommen, das läuft. Das am Dienstag, meint er. War das echt? Nein, das Problem ist eigentlich nur, dass die Folge ja erst. Verstehst du? Ah, klar. Gecheckt! Ah, klar! Oh yeah, Blitzmerker am Start. Einfach wäre. Das ist genauso wie, ich hatte gerade ein Thema im Kopf, nämlich in der kurzen Pause bei uns. Der Knaller ist keine Antwort, ne? Egal. Nee, aber das lässt sich auch schwierig besprechen, da es ja eigentlich auch schon läuft. Denn ab bei uns ist heute, wir sagen es einfach mal, wir haben heute Mittwoch, den 22. Richtig? Ja, ich glaube. Und ab morgen, übrigens für euch später auch nochmal, ab morgen 19 Uhr beginnt der Steam-Sale. Ah, klasse. Ihr könnt ja mal... Also bei euch vor 3 Tagen. Ihr könnt ja mal, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, wie viel Geld ihr losgeworden seid, vielleicht nie, aber... Ulu-Monatslohn. Was ihr euch so gegönnt habt, ich weiß ja noch gar nicht, jetzt weiß ich ja noch gar nicht, was alles reduziert ist, aber ich kenne den Summer Sale, der ist echt, also da gibt es also kaum ganz ein Spiel, ehrlich, was ab und zu mal ist. So, also ganz ehrlich, eine bessere Zeitpunkt eigentlich, um irgendwelche Early Access oder sonst was zu kaufen, gibt es eigentlich nicht. Stimmt. Und die kaufen, ich sag jetzt einfach mal, wir als YouTuber machen das immer so, wir kaufen die irgendwie immer auf Vorrat und spielen die dann irgendwann. Ja. Ist auch wirklich zu empfehlen. Ist wirklich so. Klingt jetzt ein bisschen eingebildet, also sind wir aber nicht. Ich habe auch Spiele in meiner Bibliothek, die habe ich noch nie gespielt, aber ich habe sie. Ja. Das ist genauso wie, dass es Limbo kostenlos ergab. Mhm. Habe ich jetzt mir auch ja geholt, wenn es das kostenlos gibt. Warum, denke ich mir, warum nicht, ne? Die Frage ist, wann spiele ich es, ne? Das ist halt immer so ein Punkt, weil ich komme ja meistens gar nicht dazu und dieser Baum lässt sich total bescheiden abbauen, wisst ihr das? Mhm. Ich würde den am liebsten gerade so stehen lassen, weil ich habe nämlich 26 Setzlinge. Ja, das würde reichen, ne? Und bin ja gerade nochmal am Ab. Weil aus Bäumen kann ich doch Setzlinge generieren. Ja, vor allem aus dem, aber da hast du keinen Spaß beim Abbauen, sag ich jetzt schon. Ja, mit der Sichel einfach das Laub abbauen, weil aus dem Stamm kriegst du keine. Mach das mal, Dark. Du machst das. Wir bauen dir dann mal einen, da darfst du das dann mal machen. Ist so schlimm oder was? Ich kenne den ja nicht. Also. Ja, der ist groß. Ja, schön für ihn. Der ist ungefähr so hoch. Du musst dich hochbauen wie Sau oder was? Nein, und dann wieder runterbauen und pipapo. Und der hat einzelne Buschwerk. Alter, ich hab's heute mit dem falschen Wort. Alles klar. Weißt du, ich meine, oh Gott im Himmel. Ich wäre fast gestorben im Übrigen. Ja, wie gesagt, nochmal zum Steam Sale. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr euch so gegönnt habt. Auf was für Spiele ihr so abgefahren seid. Hast du eigentlich heute schon ein Timo angemacht? Na klar, nee, hab ich nie, verdammt. Das war vorhergehende Folge, wo ich den schon anhatte. Alles klar. Genau, schreibt's mal in die Kommentare, bin gespannt. Also mich würde es jetzt auch interessieren, ja. Ja, aber nur jetzt. Nur jetzt. Gleich. Wo ist mein. Ja, jetzt wird's Tag, da kann ich meinen Esel suchen, das ist schön. Na komm, das hast du jetzt selber gemerkt. Komm, gib's zu. Wo ist denn der jetzt hin? Ich hab nämlich keinen Bock mehr, jetzt den Baum abzuholzen. Ich hab keinen Bock mehr, ich suche meinen Esel. Alles klar. Na, wo ist denn jetzt mein Esel hin? Ey, du Kackesel! Ulu, gib mir mein Esel! Herbert ist weg, Mann! Herbert ist weg! Herbert! 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 Herbert, ich höre Schafe, aber ich höre keinen Esel. Und die Information, deswegen komm, Herbert, bitte. Herbert? Herbert, bitte sofort eine Information, komm mal. Deswegen brauchen wir unbedingt eine Leine. Ach, da ist er. Warte, der ist doof. Ja, Herbert war doch an der Leine. Ganz alleine. Tschö. An der Leine, ganz alleine, an der Leine. Ja, alles klar. Nie von der Leine? Junge, als sieben Kinder hat er noch nicht.
So, ich brauche trotzdem noch grün. Scheiß. Hat sich jetzt in dem Sinne noch nicht gelohnt bei mir. Alter, mit Fackeln. Mit Fackel durchs Dschungelbiom. Das Beste, was du machen kannst, Alter. Oh Gott, Alter, ruckelt sich das gerade zusammen hier. Es tut mir leid, liebe Zuschauer, aber ich will hier was sehen. Es regnet auch noch. Was? Nein, bitte hör auf. Also bei uns regnet. Nein, hier möchte ich nicht reinhüpfen. Also zumindest hier im Dschungelbiom regnet es gerade nicht. Und ist hier... Wow, hier brennt. Na, wie geil. Ach, hier. Alles klar. Besser. Regen oder? Ja, das weiß ich noch nicht. Okay, also der Surfer hat gerade mächtig zu tun. Wir müssen echt mal uns da nochmal zusammensetzen und mal gucken, was wir da machen können. Locken wir uns was ein, Palle. Ja, Darky, was machst du gerade? Ich Nasebohnen und Eier schaukeln. Auch, aber... Und der Bauchnabel, die Fussel rausziehen. Nein, nein, oh, das oh, willst dann, du gar nicht. Dann dran riechen, ne? Und in den Mund stecken wieder Jogi Löw. Okay, ich bin draußen. Ich hab ihn überlastet, Ach, schön. What are you doing? Affe. So, ich hoffe, der kommt wieder, ansonsten muss ich... Ich mach mal Scheun-Server, mal sehen. Nein, geht nicht. Ich hab doch diese Live-Aufnahme, ich kann doch nicht schneiden. Ja, ich weiß. Ist egal, da lässt es drinnen als Feature. Feature? Ja, wieso, wieso? Du kannst es doch so laufen lassen, du musst es doch nicht schneiden. Ich muss es schneiden. Weil ich nämlich jetzt gleich raustappe und dann... Dann mach das mal. Ja, mach. Ja, also Leute. Übrigens, hast du irgendjemand gehört, der jetzt gerade gesagt hat, mach langsam, hast Zeit. Nein, aber Leute, bis gleich. Leute, bis gleich. Ja, ja, Leute, bis gleich. Alles klar. Könnt ihr jetzt mal bitte aufhören, damit so, ich mal hier halt, er braucht Ruhe. Ruhe. Theoretisch einen Cut. Cut ab. Theoretischen. Jetzt. Jetzt, ja. Ihr seid ein paar Pfeifen, wisst ihr das? Ich meine, du brauchst ja nicht schneiden, aber ich muss ja schneiden. Aber ja, ich zeig da halt die ganze Zeit dieses Minecraft-Server-Bild. Ja, das geht ja nicht unbedingt. Ich kann's da ohne ändern. Alles klar. Dschungelbiom ist halt Dschungelbiom, so müsst ihr gleich wieder anfangen. Ich mach mal Kanchel. So. Ich bin dann mal wieder da. Hulu. Hulu da. Hulu. Warum spielen wir eigentlich die Minecraft 1.7? Egal. Weil Life in the Woods noch der läuft. Alles klar. Ist ja schön, wenn sie es langsam mal updaten würden, ne? Can't connect to server. Ach, jetzt heulen die schon wieder rum. Ist so. Also ich bin schon drauf, ich weiß nicht, was ihr macht, aber... Was? So, weiter geht's. Jetzt, bei mir geht's auch jetzt weiter. Sorry, leider muss ich mit, ja, solchen Leuten arbeiten, aber alles gut. Alles ja, gut. Ja, mit den ganz professionellen. Ja, ich habe hier echt ein Problem, ich hätte nie durchs Dschungelbiom laufen dürfen. Mit einer Fackel in der Hand. Ja, die habe ich ja gerade schon mal... Vergiss nicht die Fackel! Ach warte, ich kram sie mal raus und regnen sollte es auch noch, ne? Ich komme hier auch gerade nicht richtig vorwärts, das ist echt ein bisschen kacke. Kacke? Gut. Da, ich muss mir jetzt Dings holen, Kohle. Haben wir irgendwie in der Schmiede noch Kohle oder so? Oder sollen wir eben schlafen gehen, Leute? Ja, das wäre mir sehr lieb, auf jeden Fall. Kannst du schlafen, Pedro? Nö, es müsste aber eigentlich nichts ausmachen. Wir können schlafen gehen. So, ne, du kannst ja reloggen, also rausloggen. Ach nee, du bist ja im Netzer. Ich bin im Nether. Er ist im Nether, ich leg mir mal ein Bett, ich finde keinen Stellplatz. Ich bin im Bett, ich bin im Bett. Leg mich hier zwischen irgendwelche Büsche. Mann, ist das schön. Juhu. Tag, Ulu Tag. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich lang gelaufen bin, das ist geil. Alles klar. Ich möchte bitte gerne aus diesem Biom wieder raus, wäre mir sehr genehm. Aus dem Biomse. Hm. Alles klar. Mag das Dschungelbiom allgemein nicht. Oh, hier ist noch so ein Bienengedöns. Bienen? Mach dir nichts draus, ich würde auch gerne wieder nach Hause kommen. Ja komm, dann machen wir es ganz ehrlich. Biete Bienen. Da bin ich gekommen von... Von wo bin ich gekommen? Von wo bin ich gekommen? Wo komme ich hin? Jetzt so, das Sinn des Lebens. Ja. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Alles klar. Bergenslas, Pennymarkt.
Ja, nee, passt schon. Du wurdest doch bei der Geburt verwechselt, oder? Ja, klar. Ja, nee. Ja. Alles klar. Hä, wieso komme ich hier nie hoch? Sag mal, ist ja... Ach so. Hm. Wenn das jetzt in dem Alter schon anfängt. Damn. Oh. Sag einfach nichts. Ich komme ja nicht hoch und ich... Alter, ey, was ich heute sage, ihr habt sowieso was... Was denn? Nee, nix, nix. Alles klar? Ja, nee, alles klar. Ich krieg den Esel nie hoch, Mann, verdammt. Ja, komm, da hast du drum gebettelt. Jetzt hat er es doch gesagt, Mann. Ah, schön. So, er ist oben. Egal, wie ich dran rumspiele, der Esel geht da nicht hoch. Alles klar. Beim mäßigen Scheiß, wo ich mittlerweile bin, ne? Danke für die Vorlage. Gern geschehen, Alter. Ich bin hier voll in den Dschungelbiom reingerauscht. Das hier, ein Alter, Village. Ey, nimm doch mal eine Fackel in die Hand. Der Server macht mich noch kirre, ey. Warum? Weil ich mich gerade direkt über der Lava lang baue, damit ich zu den Kloster und Zeug komme. Und ich baue mich dorthin, auf immer ist das Block unter mir wieder weg. Das ist schön. Ich war gerade mega leck, könnte das sein? Plopp und dann ist er wieder da. Naja, ich habe auch gerade leck. Es kann aber sein, dass wir drei uns in extrem verschiedenen Richtungen... Universen... Alles klar. Nicht weiterreden. Alles klar. Alter, ich habe Kirschbaum-Dings im Wald gefunden. Aber den anderen Kirschbaum... Den mit dem dicken Stamm. Ist halt echt schwierig. Ey, aber sag mal ganz ehrlich, irgendwie, du legst es schon drauf an. Kann das sein? Oh, was wächst denn hier? Ein Pfirsich! Mein Stamm! Wisst ihr, was aber geil ist? Ja, sag mal deinen Stamm. Alles klar. Nee, dass Pfirsich für unsere Cooking-Öl-Produktion gut sind. Und warum? Aber Cooking-Öl haben wir ja gesagt, dass das nicht irgendwie so sonderbar geil ist. Naja, man müsste es halt mal... Wir werden es trotzdem mal ausprobieren. Vielleicht hält das dann ewig im Ofen, so ein Ding. Ich weiß es ja nicht. Ach so, ja gut. Du weißt ja nie, wie lange das braucht, damit es verbraucht ist, weißt du? Alles klar. Nehmen wir noch Chestnuts. Chestnuts ist ja auch Wurst jetzt. Aber trotz allem nehme ich jetzt hier zwar mal ein paar Setzlinge von so einem Baum mit, aber ich habe immer noch kein Grünkrams. Ich habe noch keine grüne Pflanze gefunden. Ich suche die ganze Zeit irgendwie in der Wüste. Aber... Nö. Außerdem fehlt bei mir gerade ein Stück Welt. Das ist noch geiler. Okay. Dann musst du reloggen, mein lieber Freund. Verbindung trennen. Ach Leute, das ist heute eine ich logge mich eine neu Qual. Einfolge. Da. Alle wieder da. Alle super. Kleiner Puper. Ja, das, ich muss mal sagen, das mit dem Esel und so rumreiten, ne, das ist genauso blöde wie mit dem Boot fahren. Huch, jetzt hab ich's komplett weggesenzt. Ich bin auch so ein Held der Nation, ey. Bin ich froh, dass ich gerade das hier mache. Aber irgendwann müssen wir jetzt auch mal demnächst mal eine richtige Reisefolge machen. So, oder mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Reisefolgen. Aber eigentlich müssen wir mal Neues entdecken hier. So ein bisschen, ja, das wäre mal nicht schlecht, du. Eichelsetzling, aber ich hab grad... Alter, du arbeitest dran, ne? Was? Ich weiß nicht, von was du redest. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Was ist denn mit Wiesenrispengras? Wo ist denn das? Oh, grüner Farbstoff. Nice. Ob mir das jetzt so viel bringt, weiß ich zwar noch nie. Und vor allem muss ich den Esel ja irgendwie mitnehmen. Wo ist denn dieser Affen schon wieder? Ach nee, ist ein Esel. Ah. Hä? Hier ist er. Versteckt sich im hohen Gras. Oh, er hat einen Esel gefangen. Yay. Meisterball, Pokéball, ey! Alter! Was ist ein okay. Papierseiten? Sorry, aber da bin sogar ich zu alt dafür. Du bist ja auch alt. Ach, halt die Fresse. Oh ja, wir haben ja
Na, ich bin wir damit haben ja eigentlich schon noch. Nächste Woche, deswegen kann ich ja sagen, nächste Woche werde ich ja nicht älter. Ach so. Nee, das fällt ja auch raus wegen Krötenwanderung, ne? Ja, ja. Ich hab gedacht, wegen Isse. Wegen Rispenwanderung. Okay, ich hab grad... Okay, jetzt geht's wieder. Hellgrüner? Nee. Also hier gibt's zwar Grünzeugs, aber... Eher schlecht als recht. Das ist irgendwie... Gibt's Haufen buntes Zeug, aber das Grüne... Befinden ist die eine Sache. Das mit dem Grün, das nervt mich ein bisschen. Ja gut, aber wenn es so einfach wäre. Ja, ich weiß. Und ganz ehrlich, wer baut schon mal eine 1000 Blöcke lange Line zu... Ne? Eine Line? Ich hab ein Mega-Lag und mein... Alter, mein Spiel ist komplett gecrashed gerade. Ja. Also, ja. Dann würde ich sagen. Sollen wir? Ja, wie viele Minuten haben wir dann? Nee, wir sind bei 12. Ja, 12. Ich mach's einfach neu. Ich habe jetzt wieder einen Cut gemacht. Alles gut, sozusagen. Alles klar. Da ich die sowieso also cutten muss, ist ja... auch bei mir ja in der Folge. Es ist halt irgendwie gerade scheiße und ich glaube, wir werden alle vor der nächsten Folge mal eben reloggen. Weil das macht so keinen Sinn. Nee, immer wieso? Einer... Bei euch läuft's doch, oder nicht? Ja, bei mir war es ja gerade genauso. Nee, ich bin mein Spiel ist komplett abgekackt gerade. Richtig komplett. Ach so. Ja. Ich bin nie vom Sofa geflogen, nur, sondern mein Spiel hat es komplett beendet. Auf immer. So, blub, weg. Der Erfinder ist vorbeigekommen und hat gesagt, nö. Du nicht Aufnahme machen tun. Der Erfinder, Junge. Der kommt bestimmt nie vorbei. Der schwimmt in seinem Geld. Das. Na, ich glaube nicht mal, dass er so viel dafür gekriegt hat. Was der Notch? Klar. Ja, Notch. Oh, doch. Echt? Der hat genug damit gekriegt. Der hat auch erlebt. Ey, komm, jetzt sag aber nicht über 1000 Euro. Nein. Für Minecraft doch nie. Wollt's gerade sagen, ey. Übertreib mal. Der hat genug YouTube-Money gekriegt. So, meine Lieben, ich bin wieder da. Hallo. Ja, an meine lieben Zuschauer natürlich auch. Ich bin wieder da. Das war jetzt ein abruptes Ende, weil einfach mal mein Spiel abgekackt ist. Warum, weiß ich nicht, aber ist leider so. Und da ich Minecraft via Desktop-Aufnahme aufnehme, muss ich da leider Cut setzen, weil ihr müsst ja nicht unbedingt meinen Desktop sehen, dass da wenn mal sowas ist, muss ich echt mal... Warum freest denn der jetzt schon wieder? Was, hallo, Darky? Was ist denn jetzt wieder mit Darky? Nein, Mann! Oh, was ist denn das jetzt? Ich glaube, wir müssen die Aufnahme beenden. Es wird halt jetzt eine kürzere, aber ganz ehrlich, Alter. Na, weil ich hier die ganze Zeit Karte aufdecke, Mann. Der haut mich hier andauernd raus. Ich wüsste auch nicht, warum. Ich wollte eigentlich einen Witz machen von wegen Darky und dein Hintergrundbild müsste ich mal wegmachen und so. Aber das hat jetzt nicht so funktioniert, Mann. Alles klar. Oh, dann macht ihr mal weiter, bei mir wird's eine geschnippelte Folge. Der Geschnippelte. Ihr hört und mich ich ja baue hier irgendwelche Wege, ich weiß nicht mal wohin, ich baue einfach. Ist doch egal. Baust einfach, passt schon. Jo, mei. Ja, mei. Ja, bist du narrisch. Vor allem dauert das zum Glück nie lange, das Spiel neu zu starten, das ist, also... Ja, da geht's ja. Dein Katzensprung. Miau. Du bist ein Bär, du Affe. Himbeerensprung. Himbeerensprung. Da, bevor wir eine Reise machen, müssen wir nochmal über den Sofa nachdenken, glaube ich. So eine richtige Reise. Jetzt stehe ich mitten in irgendeinem Gebüsch drinne. Okay. Übrigens sind wir nicht geizig. Wir haben nicht die billigste Server-Variante ausgesucht. Also nicht, dass ihr denkt jetzt. Naja, normalerweise wurde mir ja damals empfohlen 2 GB, aber scheinbar reicht es nicht, obwohl es auch am CPU liegen könnte. Die bieten ja jetzt gerade neue Server an, die du auch CPU-technisch und ich habe wieder einen Freeze. Okay, ich bin raus. Das dritte Mal jetzt. So, ich habe keine Ahnung, was da jetzt los ist. Ich glaube, neu starten wäre das Beste.
Weil irgendwas stimmt gerade nicht bei dir. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube einfach, dass der gerade mit der Umgebung nicht ganz klar kommt. Also so ein, bei Gronkh ist ein Ruckelbiom, bei dir ist es ein tödliches Biom. Naja, oder ich lasse die Folge einfach mal gekonnt ausfallen, weil so viel Geschnippel ist ja auch Quatsch. Naja, gut, geht ja. So, kannst jetzt sagen, was du willst, ich komme jetzt zurück. Nein. Ja, und ich gehe jetzt ins Häuschen, weil ich glaube, dann beenden wir die Folge, weil das macht ja keinen Sinn. Wenn du alle zwei Sekunden mal raus bist, weil ganz ehrlich, wir haben dich lieb und ohne dich mach ich nicht hier. Mach doch jetzt wenigstens noch 5 Minuten oder so, da sind wir über 20 Minuten. Du weißt aber schon, dass wir, Ich versuch's derweil noch mal eine Runde. Nein, du weißt aber schon, dass du 5 Minuten später angefangen hast. Ist erstmal egal. Na, da sind wir bei fast 30, ist doch auch gut. Ah, ist klar. Alle gut. Ich brauch aber Fackeln hier. Ist in deiner Schmiede ein bisschen Kohle? Ja, oben bei den Öfen. Alles klar. Ich geh plündern. So, Dagi, ich bring dir was Schönes mit. Was denn? Ich lock mich jetzt ein und bleib einfach mal stehen, ohne was zu machen. Mal sehen, ob der wieder abkackt. Genau. Ulu! Oder ich muss mal Java updaten. Warum auch immer, weil... Naja. Na, so, Java hat ja damit nichts zu tun. Nein, Dagi, überhaupt nicht. Kann mit Fackeln rumrennen. Java ist ja... Java Ach, ist er ist weg! Wieso? Ich hab keine Fackeln. Hast du Fackeln? Bin da schon wieder in-game. Ja. Das heißt, das Einzige, warum ich Kohle brauche. Wenn ihr lesen könntet, wüsstet ihr, dass ich wieder in-game bin. Ja, ja, ich hab das gelesen. Ich hab auch Ulu gesagt, ne? Ja, oder, ja. Oder Dagi, wir machen das anders. Ich bring's dir direkt zu deinem Häusle hin. Ah, ist klar. Keine Ahnung, ich bin wieder rausgeflogen. Hey, was ist denn los bei dir? Crash Report. Und wie war's bei dir in der Hölle? Lass mal erzählen, du. Also, liebe Leute, tja, ich weiß noch nie, wie ich das mitteile, dass die Folge bei mir direkt mal ausfällt, weil das macht so keinen Sinn. Ist aber jetzt nicht schlimm, also. Ja, die fällt halt einfach wahrscheinlich aus. Ich werde mal jetzt die Aufnahme beenden bei mir, klar. So. Ja. Und mach in der Zeit, wo ihr jetzt noch ein bisschen, ich quatsch mit euch noch weiter natürlich, zieh mir aber mal das neueste Java-Update. So. Ja, dann mach das mal. Zieh dir mal. Jetzt erzähl mal. Du hast aber ein schönes Haus. In der Hölle war es erstens sehr stinkig, hat ziemlich nach verfaulten Eiern gerochen. Und nach Fleisch. Fleisch. Ja, Fleisch. Zum Fleisch. Anfang sind dort diese komischen Helfer rumgerannt und Teufelsfürzen durch die Luft geflogen. Habe ich gerade wirklich Hitlers Helfer gehört? Teufelshelfer. Ach, Teufelshelfer. Ich sag gerade Hitlers Helfer. Schön. Nee, zum Anfang sind die rumgerannt und dann waren die auf einmal alle weg. Alles klar. Weil ich habe gesagt, ich habe Angst, dass sind die weggegangen. Okay, alles klar. Okay. Ja. Irgendwo die Kiste, eine leere am besten. Die hier, ja, die vorderen zwei nicht, alles andere kannst du. Die vorderen zwei kleinen, nee, aber die anderen kann ich nehmen, okay, dann nehme ich die. Ey, in Anderleuts Kisten aufmachen, kennt der sich aus, hey, Pro-Gamer. So. Er überlebt nur was? Damit, dass er bei anderen Leuten sich bedient. So, Dagi, ich hoffe, das reicht dir erstmal an Knochenmehl. Sorry, ich musste gerade so reinschreien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Stacks. Okay, alles klar. Aber bring mal bitte davon ein paar mit ins Lager. Ja, ich wollte es gerade sagen, dass wir es wenigstens einsortieren können. So 3, 4, 5, ey, so viel brauche ich nicht. Weil ich brauche ja was einmal. Weil wir ja auch Farm vermehren müssen und sowas. Sag das Wort bitte nochmal schnell. Nein, Farmverfahren. Farmvermehren. Das klingt irgendwie wie so ein deutscher Name. Genau. So, dann haben wir fast... Klaus Farmvermehren. Klaus Farmvermehren. Klaus von Vermehren. Bitteschön. Ich bin adelig. 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 So, Pedro, erzähl's. Nee. Warte mal auf. Hey. Nee. Ah, nee. Nee? Ja, ist zwar geil, aber nee. Super, na, dann geil. Mach,
da mach Holzblöcke hin. Hier ist, nein, nicht Holzblöcke, hier ist Holzfällergebiet. Echt mal, lass doch mal den Holzfäller sein. Nein, ich mach einfach Erdblöcke mit den Fackeln hin. Und er macht Glowstone hin, weißt du? Guck mal hier, ich hab hier einen Ascheblock für dich. Ich könnte jetzt was dazu sagen, aber ich bin ruhig. Das ist dann der Aschenbecher. Tut mir leid, ich habe eine Jute gefunden. Jetzt hab ich grad Jute verstanden. Okay. Jude? Ich habe einen Jude gefunden, habe ich schon. Sag mal, kann das sein, dass du ein bisschen rechtsradikal bist? Ja, total. Nö. Also, ich laufe immer rechts auf jeden Fall und auf der Straße fahre ich meistens auch rechts. Also. Und dann, ist deine wichtigste Verkehrsregel auch noch rechts vor links. Ja, no? Ja. Alter. Ich meine, das kann Alter, ja nur, also das kann nee, ja also mit radikal sein. Mit diesen Leuten kann ich nicht verkehren. Raus aus meiner Hose, du Schädling. So, ich bin jetzt nach Java Installation nochmal auf dem Sofa. Aber komm, sag mal, schön gemacht das Dach, oder? Komm, auf, ja, auf. Ich finde das geil. Mir gefällt das nicht. Hab ich voll angestrengt. Yeah. Okay. Ed freeze schon wieder und es ist schon wieder abgekackt. Pedro da. Ach, Schnuffelsche. Sieht echt schön an, mir gefällt das Haus. Darf ich einziehen? Du kannst auch einziehen, ja. Wisst ihr, was wir machen müssen? Ja. Wir müssen dem Darky zum Beispiel mal einen Skin raussuchen. Holzfällerhemd hat. Macht Sinn. Das ist bestimmt geil. Naja. Ja gut, meine lieben Freunde. Da ich jetzt gerade... Dieses Lied habt ihr immer, wenn ich aufhöre mit aufnehmen. Deswegen, bye bye, meine lieben Freunde, und danke fürs Zusehen. Und ja, beim Knusperkopf hat es leider nicht so wirklich funktioniert, aber gut. Wir reloggen jetzt und dann kriegen wir das alles wieder hin. Deswegen würde ich sagen, ja nix. Bei mir zumindest. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft Live in the Woods mit dem Knusperkopf. Ja. Dem Pedobär. Ja, ja. Und meiner Wendigkeit im Darky Priest. Also danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.